So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und hier riecht's nach Gras. Das ist frisch gemäht. So sieht das aus. Guck, frisch mit Zigarettenstummel. Ich möchte jetzt erstmal meinen Pfand abgeben. Der steht nämlich hier. Wenn ihr da guckt, seht ihr, dass das alles Hannes ist hier. Hannes, nochmal Hannes, schon wieder Hannes, ganz viel Hannes. Hier sind auch noch die C4-Dosen, die ihr vielleicht kennt, wenn ihr euch das Abschiedsvideo angeguckt habt. Und Flatty, haben wir gestern Abend geguckt, Flatty hat eine neue Challenge. 1 Liter Haferdrink, schaffe ich das auf Ex einfach so wegzuziehen. Klingt für mich gar nicht so schlimm oder so schwierig. Ich muss gestehen, ich kaufe mir öfters mal so von Alpro, aber Alpro, Vanille, Soja, aber Soja ist ja wieder was anderes wie Hafer. Vielleicht ist Hafer deswegen schlimmer. Wir wollen jetzt bei Rewe mal den Pfand abgeben, dass wir uns diesen teuren Bio-Haferdrink gönnen können. Gehen dann mal im Park, ziehen dann die Challenge durch und gucken dann mal. Das Wetter ist nämlich schön. Und falls ich umfall, weil ich gefüllt bin mit Hafer, dass ich dann nicht, dass ich im frisch gemähten Gras lande, so irgendwie, keine Ahnung. So, bin jetzt im Park angekommen und ich habe keine Ahnung, wie ich das hier machen soll. Ich habe gedacht, okay, machst hier die Beine hoch, stellst das so hin, ne? Sieht ja lustig aus, aber so kannst du nicht trinken in so gebückter Haltung. Dachte ich, stellst du dich halt direkt so davor, trinkst so, aber das sieht auf jeden Fall wuchtig aus, aber irgendwie, also mir gefällt dieses Bild, was ich gerade sehe, weil wenn ich sitze, sieht das nicht mehr so aus, aber ich muss mich trotzdem irgendwie setzen, ungefähr so. Ich kann euch ja noch ein Stück hier runter machen und dann hängt ihr mit mir nämlich hier unten drin und dann würde ich sagen, haben wir uns erfolgreich einen Haferdrink gegönnt, also gekauft erstmal, und ich hatte wieder das Problem, ich habe nicht genau das gleiche gefunden, was der Flatty hatte, denn der Flatty hatte Bio Haferdrink. Ich habe nur gefunden, habt ihr ja gesehen, Alpro Haferdrink. Komplett ungesüßt oder nur ohne Zucker. Das ist ein Unterschied. Das eine ist halt ohne Zucker, aber mit Süßstoff wahrscheinlich. Oder mit Servicia. Keine Ahnung, wie das heißt. Das eine also nur ohne Zucker. Das andere komplett ungesüßt. Bei dem habe ich gesehen, gut, er kostet nicht nur 1 Euro weniger. Ne? Ich spar Fuchs, sondern da steht wenigstens Bio drauf. Und wenn ich schon nicht Bio habe, dann gibt es wenigstens Rewe Bio. Welchen hättet ihr genommen? Alpro oder Rewe Bio, aber genau den er hatte, habe ich nicht. Ist aber auch 1 Liter. Trinkgenuss auf pflanzlicher Basis aus deutschen Bio-Vollkornhafer. 1 Liter ohne Zuckerzusatz. Er hat natürlich gestanden. Ich glaube, wenn ihr steht, vielleicht rutscht das besser. Wir sitzen und müssen das jetzt im Sitzen probieren. Irgendwie kriege ich das nicht anders gebacken mit der Kameraeinstellung und dem ganzen Kack. Also, wir bleiben jetzt hier sitzen, schütteln den noch ein bisschen. Ich versuche auch Flattys Video hier einzublenden irgendwie. Da, als der den Versuch gestartet hat, als der den aufgemacht hat, getrunken hat. Wir packen den hier an. Da ist immer noch so ein Nippel. Den Nippel ziehen wir auch raus. Ungefähr so. Schmeißen den gleich hier weg. Dann würde ich sagen, Flatty Challenge. Start, 1 Liter Haferdrink Natur, das weiß ich auch nicht. Bei ihm sah so, hat er Vanille vielleicht gehabt, den gibt es doch bestimmt auch mit Geschmäckern oder nicht? Oder ist Hafer nur Hafer oder gibt es auch Hafer mit Vanille? Ach mein Gott, vielleicht soll ich das nächste Mal eher vorher fragen. 1 Liter Haferdrink Natur, Flatty Challenge, Start.
So. Puh. 15.03.2022, der ist also leer. Hier, ihr seht da, vereinzelt kommen da noch ein paar Schwitzflecken raus. Oh. Schade. Fladdy hat's nicht ganz. Ich glaube, ich darf jetzt nicht mehr reden. Ich glaube, wenn ich jetzt weiter rede, dann sterbe ich wahrscheinlich komplett. Ich mache den jetzt einfach zu. Tu den jetzt einfach hier rein. Wir tun so, als wären wir nie da gewesen. Mein Plan war eigentlich, deswegen habe ich mir das 5-0er Dosenbier noch gekauft, dass wir den gemütlich trinken, dann uns noch ein Dosenbier aufmachen und sagen, guck mal, weil wir wieder was getestet haben, wie bei Ramses Kitchen, trinken wir einfach noch ein Dosenbier hinterher. Aber es geht nicht. Ich weiß das jetzt schon. Wenn ich das jetzt ansetze und anfange zu trinken, dann übergebe ich mich komplett. Also sind wir vernünftig, ne? Wir haben hier eine Leerfunktion. Wir trinken das einfach ein anderes Mal. Wenn wir wieder irgendwelche Getränke testen, da kann man das ja machen. Aber jetzt das nur zu trinken, um sich zu übergeben, muss ja nicht sein. Mein ganzer Magen zieht sich nämlich zusammen. Ich habe jetzt solche Bauchschmerzen. Aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt vom Trinken. Ich dachte, Hafer, das ist irgendwie ein bisschen dicker. Weil ich trinke ja öfters mal von Alpro diesen Soja, Vanille, gemütlich. Und ich finde, Soja, Vanille ist dickflüssiger als der Haferdrink. Der war wirklich so, der war schon richtig wässrig gefühlt. Aber ich habe den 100-mal geschüttelt, ja. Vielleicht, weil es kein Bio-Bio war, sondern nur Rewe-Bio. Auf jeden Fall war es das jetzt von meiner Seite aus. Er hat ja, glaube ich, auch Natururin und Kanalphänomenal nominiert. Mal gucken, wie zeitlich, wie das ausschaut. Vielleicht können die ja Video einblenden und dann immer gucken, wer wie wo, weil ich habe nie Zeit zum Messen. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.